Er ist jetzt gleich groß. Ja, ja, er ist gleich groß. Ich will in Richtung des Kopfes schlagen. Was ich dafür brauche, ist, um diese Linie von Punkt A zu Punkt B meiner Schulter oder andersrum, um die zu beschreiben, zu schlagen in Anführungszeichen, ist eine freie Bahn. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn ich jetzt hier stehe, als Beispiel, drücke ihn nach da, hätte ich von meiner Größe her hier die freie Bahn. Drücke ich ihn rum und stehe hier, hätte ich hier wahrscheinlich keine gute freie Bahn, wo ich einen Schlag entfalten kann. Wenn ich jetzt hier nur stehe und mache den hier, merke ich den Fehler vielleicht nicht. Deswegen arbeite. Das nächste ist, wenn ich ihn irgendwo hier habe, boom, von meiner Größe her, ich käme hier vielleicht mit einem Ellbogenschlag noch so eben drüber. Aber seine Schulter blockiert mich hier schon extrem. Ja, wenn ich von hinten komme, ich käme mit dem Ellbogenschlag gegen ihn. Wenn wir das Szenario wechseln, ich komme hier ohne Probleme aus allen Winkeln, wie ich will, zum Kopf. Wenn sie jetzt hier steht und hat nur meine Schulter irgendwo in dem Bereich, wird es allein schon mit dem Handball kritisch. Mit dem Ellbogenschlag, ja, kommt sie von der Seite aus wahrscheinlich überhaupt nicht dran. Genau wenn ich hier stehe, es wird für sie einfach schwer, irgendwo zu arbeiten, mit dem Ellbogen dran zu kommen Richtung Kopf. Handballenstoß ginge, alles gut. Handballenstoß ginge, da kommt sie, kann sie arbeiten, hier kann sie spielen, hier kann sie arbeiten, bam. Bin ich hier irgendwo in dem Bereich, fliegt vieles schon wieder weg. Deswegen überlegt, hey, wie ist die Bahn, was habe ich, dieses Ziel und Technik. Das Ziel gibt die Technik vor. Wenn sie jetzt für sich einfach nur so einen imaginären Ellbogen hier probieren würde und spielt sich irgendwo einen ab, das Ding läuft ins Leere, das Ding wird niemals Wirkung entfalten. Ja, arbeitet die Dinger sauber ab und guckt, was funktioniert. Ja, los geht's.